Eine alte Schachtel haben Sie dabei. Genau. Sie wissen, was drin ist, wir wissen es noch nicht. Dann schauen Sie rein. Dann machen wir jetzt auf. Vielen Dank. Da sind wir neugierig. Das macht natürlich viel Spaß, wenn man so was aufschaut. Ah, da haben wir schon mal hier im Deckel einen Hinweis auf Bayern. Johann Zehme, König Bayerischer Hofhutfabrikant, Hoflieferant und so weiter. Das Prinzregent Leopold von Bayern. Und dann mit lauter Zweigstellen und Ehrenmedaillen und auch noch Lieferant des Prinzen Ludwig von Bayern, des Herzogs Karl und so weiter. Also eine tolle, schöne Firmenreklame. Und darunter mit der Hand reingeschrieben, 1891. Da darf man annehmen, dass dann der Inhalt, sprich der Karton mit dem Hut, den ich hier jetzt gleich rausnehme, erworben wurde. Ich kann das so halten. Und wir haben hier natürlich einen ganz interessanten Hut. Das ist zwar ein alter Hut, aber ein ganz besonderer Hut. Das ist ein bayerischer Generalshut. Die bayerischen Generale waren die einzigen etwas Bespöttelten, die in den deutschen Reichsheer, die auch noch nach der Einführung der Pickelhaube in Bayern immer noch den Hut tragen mussten. Das lag jetzt ein bisschen an dem Prinzregenten Luitpold. Der Prinzregent Luitpold hat mit den Preußen und mit der Pickelhaube überhaupt nichts anfangen können. Er hat zwar für die bayerische Armee 1886, als er an die Regierung als Prinzregent kam, die Pickelhaube einführen müssen. Da wurde der Raupenhelm dann endgültig abgeschafft. Er war auch ein bisschen anachronistisch geworden, muss man schon sagen. Aber der Prinzregent duldete in seiner Umgebung keine Pickelhaube. Er hat auch im Leben selber nie eine aufgesetzt. Das hat immer nur diesen Hut getragen. Er war ja auch bayerischer, in dem Fall Generalfeldzeugmeister, also hat auch Generalsrang. Und er trug zeitlebens, er ist 1912 gestorben, nur den Hut. Und auch seine Umgebung, die Generaladjutanten seiner Umgebung mussten den Hut tragen bis 1912, solange der Prinzregent lebte. Also der Generalshut insgesamt wurde eingeführt schon unter dem ersten König von Bayern, Max Josef I., in der Form ab 1818. Dann hat der Hut aber deutlich höher, da hat er ungefähr die Höhe bis hierher gehabt. Ne? Mhm. Der wurde dann natürlich, weil das auch als unkleidsam und altmodisch galt, immer niedriger. Das ist die letzte Form von der Höhe her ab 1873. Und hier, wenn man jetzt die Stickereien anschaut, das sind ja Silberfadenstickereien, haben wir hier also einmal die Agraffe mit dem Stern und darunter eine weiße oder silbernblaue Kokarde für Bayern. Und jetzt kommen wir auf die Datierung, wir kommen jetzt so weiter rauf. Wir haben nämlich hier die Reichskokarde und die wurde erst 1897 eingeführt. Also haben wir erst einmal einen kleinen Widerspruch zwischen 1891 und 1897, ist aber leicht zu erklären. Man konnte den Hut ohne weiteres nachrüsten. Es war ja zunächst nur unter der Agraffe die bayerische Kokarde, dann hat man die Naht, das war ja aufgenäht, gelöst und hat 1897 die zweite Reichskokarde drunter geschoben und das Ganze wieder vernäht. Ganz normaler Vorgang, hat auch kein Problem gemacht. Das einzige Problem, was wir ein bisschen haben jetzt, wenn ich jetzt an die Wertung denke, ist der Zustand. Also er ist hier ein bisschen stark abgeschabt. Leider ist auch das Innenfutter nicht mehr komplett. Ich drehe es mal rum. Da fehlt, also ist zwar noch die Seide drin und auch der Lieferant Zehme, genauso wie hier am Karton, Johann Zehme, München. Aber es fehlt hier das Schweißleder und der ganze Hut ist halt, wie gesagt, rundherum gesehen ein bisschen abgetragen und beschabt, auch hier oben die Kanten. Und das drückt ein bisschen auf den Wert. Und er hat auch nicht den schönen Parade-Filter. Wollte ich gerade sagen, Sie sehen nämlich hier eine Lederschluppe und da hat man einen Drahtstecker hineingesteckt und an diesem Drahtstecker war ein weiß-blauer Hahnenfederbusch zur Parade. Das ist toll ausgesehen. Das hat super ausgehört, wie ich den noch wieder den Hut mal drehen kann. Der Busch ging ungefähr so auf diese Höhe und hat dann natürlich auch ziemlich die Stickerei verdeckt, aber wenn der Wind geweht hat, dann ist das schön geflattert, dann konnte man wieder alles sehen. Ja, also 2.500 bis 3.000 Euro ist dieser Hut immer noch wert, auch wenn es ein alter Hut ist. Ja, mit dem schönen originalen Kasten. Genau, also tolle Sache und bitteschön, versuchen Sie, dass er sich im Zustand nicht verschlechtert. Ja. Lassen Sie ihn am besten immer in der Schachtel und schauen Sie ihn einmal im Jahr an. Und ansonsten lassen Sie ihn ruhen. Und wenn Sie Kinder oder Nachwuchs haben, schaffen Sie ihn in der Faschingszeit einen sicheren Ort. Ja, der war sicher. Ich nehme an, dass diese Tragespuren nicht vom General stammen, sondern von späterer, unzweckmäßiger Verwendung. Okay, danke. Danke. Dankeschön.